Sie fressen und fressen. Mais, Gras, Melasse. Die Futtermischung von Landwirt Henning Stehender ist ganz genau ausgefeilt. Seine Besonderheit? Statt deutschem, handelsüblichem Stroh verfüttert er Luzerneheu. Die immergrüne winterharte Nutzpflanze aus der französischen Champagne ist besonders reich an Rohfasern und Ballaststoffen. Vor circa 2,5 Jahren, in der Zeit war das Futterstroh recht teuer, wurde ich von der Fütterungsberatung darauf hingewiesen, über den Luzerneheu-Einsatz nachzudenken. Das haben wir seitdem auch gemacht und die Herde dankt uns das mit einer sehr guten Fruchtbarkeits- und Gesundheitslage. Insgesamt 200 Milchkühe hält der Landwirt auf dem Familienbetrieb in Schiffdorf-Bramel nahe Bremerhaven. Die weiblichen und männlichen Kälber zieht er alle selbst auf. Das Luzerneheu verfüttert er jedoch nur an seine Hochleistungstiere. Ja, zurzeit werden 140 Tiere damit gefüttert. Wir füttern damit nur die hochleistenden Tiere mit 2 Kilo pro Tag. Der Einsatz von Luzerneheu ist recht teuer. Es kostet etwas Doppelte wie beim Stroh. Man hat aber den Vorteil, auch Eiweiß mit in die Ration zu bringen. Und man hat bei der Luzerne eine recht gleichmäßige Struktur, die ganz wichtig bei der TMR-Fütterung ist. Unterstützung bei der Erstellung des Fütterungskonzeptes bekommt der Landwirt regelmäßig von Carsten Dammann von der Raiffeisenwarengenossenschaft Lunestedt EG. Zusammen mit ihm hat er die Umstellung auf Luzerneheu realisiert und optimiert. Mittlerweile liegt die Milchleistung seiner Kühe bei mehr als 9.800 Kilogramm im Jahr. Um die Beschaffung und den Transport des Heus kümmert sich Heinrich Annegarn von der Agravis Raiffeisen AG aus dem Bereich Agrarerzeugnisse. Er kennt die Besonderheiten der Pflanze. Also Luzerne wächst in Frankreich, es ist eine Kleeart. Sie wächst in der Champagne und da sind eben die besten Böden und die beste Witterung fürs Wachstum, für die Qualität. Und von daher wird es in Deutschland gerne als Viehfutter und als Kuhfutter dann eben zum Miteinfüttern benutzt. Luzerne zeichnet sich aus durch einen hohen Proteingehalt. Es ist Carotin enthalten und Carotin wiederum ist ja dann nutzbar und beliebt und notwendig für die gewisse Fruchtbarkeit der Tiere. Und da hat es seinen besonderen Zweck und seinen besonderen Nutzen. Auch die Produktion von Luzerneheu erfolgt nach ganz bestimmten Vorgaben. Es wird geschnitten, es ist eine winterharte Pflanze, sie kann bis zu 4-5 Jahren stehen bleiben, wächst im April, erster Schnitt, April, Mai, dann gibt es bis zu 4 oder 5 Schnitte, die im Jahr möglich sind. Es wird noch einen Tag, 24 Stunden, 36 Stunden auf dem Feld liegen gelassen, es wird angetrocknet, dann kommt es in die Fabrik. Dort wird es dann natürlich technisch runtergetrocknet und aus dem Gras wird dann einfach ein Heu. Und dieses Heu wird in der Fabrik dann dementsprechend verpackt, verpresst, verpackt und per LKW zu unseren deutschen Landwirten, zu unserem deutschen Kunden gebracht, die es dann einsetzen.